So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich befinde mich hier gerade auf so einem Parkdeck, Parkhaus, irgendwas. Ich muss mich mal irgendwo hinstellen, am besten einfach gleich hier. Denn ich kam heute noch zu nix und habe noch so viel vor. Und möchte euch jetzt erstmal kurz erklären, bei mir ist heute Samstag, ja. Samstag, es ist Go-Kampftag. Wenn wir hier reingucken, sehen wir im Heute-Tab die Aufgaben für den Go-Kampftag. Ich habe noch nichts gemacht, noch nicht gekämpft. Ich muss gleich noch mal rein eine Folge Ramses Minus aufnehmen, damit ich hier meine Top-Lade-TM bekomme. Empfehle ich euch auch. Gleichzeitig hat ja ab 10 Uhr eigentlich die Rocket-Übernahme begonnen. Das heißt, die Bosse sollten neue Rocket, neue Krypto-Pokémon bekommen. Dann auch neue Shinies natürlich. Giovanni sollte sein legendäres wechseln von Registeel auf Regieice. Ich hoffe ja, dass ich ein sehr gutes Regieice bekomme, was ich zu einem 100er erlösen kann. Weil ich schon über 150 Lucky Trades gemacht habe, habe noch immer keinen 100er. Ich habe jetzt hier die Spezialforschung schon angefangen. Bin ab dem Kapitel, wo man jetzt hier bei 3 von 5 die 3 Rocket-Bosse besiegen musste. Und jedem ist aufgefallen, die Rocket-Bosse haben noch ihre alten Pokémon. Nicht nur das, Giovanni hat auch noch sein altes Pokémon, nämlich Registeel. Wenn ihr ihn an einem Stop macht und da gibt es den einen Trick, dass ihr auf einen Ballon wartet. Irgendwie wird das, obwohl es 10 Uhr begonnen hat, wohl doch erst um Mitternacht umgeschalten, was ziemlich doof ist, denn ich habe extra heute nichts gemacht. Habe gedacht, ich mache dann einfach das Regieice direkt, lade das heute hoch. Jetzt ist das ein bisschen komplizierter. Ich musste die alten Bosse machen mit den alten Sachen. Hier steht auch, finde den Boss von Team Go Rocket, kämpfe gegen den Boss von Team Go Rocket, besiege den Boss von Team Go Rocket, das kennt ihr ja. Ich möchte den also dann in einem Ballon machen. Den Körper schon mal einschalten und wenn ein Ballon kommt, müsste dann trotzdem Regieice in diesem Ballon mit dabei sein. Die Ballons kommen aber erst ab 15 Uhr wieder. Das heißt, ich habe jetzt nichts zu tun und werde deshalb diese eine Stunde GBL noch aufnehmen, dass ich auch hier im Heute-Tab meine Aufgabe fertig habe. Das seht ihr dann aber am nächsten Wochenende irgendwann mal und heute hoffentlich noch Regieice, wenn alles klappt. Ich hoffe wirklich auf ein gutes zu einem 100er Erlösen. Das wäre mein Traum, dass ich damit endlich fertig bin. Ansonsten gibt es gerade nichts Neues, außer nichts. Gut, also bis gleich. Peace out, Vorhaut. Ah, die Sonne kommt. Melden uns zurück nach 15 Uhr, wenn ein Rocket-Ballon da ist, angeblich. So, da bin ich wieder. War kurz drin, habe kurz ein GBL-Video aufgenommen zum Kampftag, habe da auch schon Belohnungen abgeholt, soweit es geht. Jetzt bin ich zurück und jetzt habe ich hier diesen Super Rocket Radar an. Und hier an dem Stop ist eigentlich Giovanni. Aber dieser Giovanni, weil er am Stop ist, dürfte immer noch Registeel haben. Das heißt, ich muss den Giovanni hier aus dem Ballon nehmen, wo jetzt auch Giovanni drin ist. Also das ist ein Tipp, wer das jetzt hier am ersten Tag gleich haben wollte, musste den Giovanni aus dem Ballon besiegen. Normalerweise nehme ich keine Giovannis aus Ballons, weil wenn ihr in den Fangbildschirm kommt und die App sich aufhängt und ihr das Spiel neu startet, ist der Ballon meistens weggeflogen und ihr könnt euer Pokémon gar nicht mehr fangen. Am Stop ist er den ganzen Tag da. Selbst wenn die App sich mal aufhängt, könnt ihr dann an dem Stop immer noch das Pokémon abholen. Jetzt will ich gucken, wie das hier ist, was wir da machen. Da ist ein Regieice drin, das ist hier Typ Eis, ne? Kampf ist gut. Was für ein Team habe ich denn immer so genommen? Normalerweise habe ich ja immer für vorne einen Regirock drin gehabt. Mit Zielschuss und so. Was halt die, warte mal, ich glaube, ich habe damals RRR. Genau, ich habe mir das immer mit RRR für Rocket Rüpel Revolution eingespeichert. Ich hatte immer einen Regirock mit Zielschuss und Steinkante, das habe ich dann irgendwann gewechselt und habe dann immer Lucario rein, weil der auch mit Steigerungshieb gegen Snobillikat, Kampf gegen Normal, gut war. Als zweites habe ich immer ein Wasser-Pokémon, weil er als zweites meistens ein Boden-Pokémon hat. Jetzt mache ich es aber so, dass ich das, was ich als erstes haben will, an zweite Stelle setze, dass ich, wenn der Kampf beginnt, ich wechsle auf Lucario und diese 3-Sekunden-Regel gilt, wo er nicht angreifen kann. Ich habe also Lucario, dann habe ich Kyogre und jetzt brauche ich eigentlich noch was gegen Regieice. Und da würde ich jetzt wahrscheinlich nochmal auf Kampf gehen und schauen, was wir für einen Kampf-Pokémon haben, was sehr stark ist.
Der hat Doppelkick und Sancto Klinge. Ich würde jetzt einfach mal für das Regie Eis als Gegner ein Terrakium nehmen mit Doppelkick und Sancto Klinge. Das habe ich bisher noch nie probiert. Werde ich jetzt aber ausprobieren und dann hoffen, dass es hier keinen Absturz gibt und der Ballon nicht wegschmiert, weil wir es ja eben sonst nicht fangen können. Los, Kyokre, wo ist Lucario? Lucario ist hier oben. Ich drücke direkt auf Lucario, dass Lucario rein wechselt. Wir schnell Steigerungshieb voll machen. Theoretisch braucht ihr den ja gar nicht drücken. Der wehrt das ja jetzt eh ab. Also der nutzt jetzt ja eh ein Schild. Euer Angriff steigert sich trotzdem aber. Dann holt er gleich ein zweites Schild raus. Wir haben da zu dem Zeitpunkt aber nochmal den Steigerungshieb voll. Also Lucario ist einfach ein geniales, nützliches Pokémon. Ist leider kein 100er, ist auch nicht auf 50, wäre sonst noch krasser, noch genialer. Jetzt ist er weg. Was hat er als zweites? Er holt Boden und Gift. Wir gehen mal auf Aurasphäre jetzt. Weil jetzt haben wir ja den Move sowieso voll, die 3-Sekunden-Regel hat gepasst. Wir drücken Aurasphäre mal rein, haben das. Würden eigentlich wechseln auf Kyokre, aber Kyokre ist noch nicht am Start. Ich nehme also nochmal einen Steigerungshieb, einfach nur um Zeit zu schinden. Obwohl ich jetzt eigentlich keine Zeit mehr schinden muss, weil ich bin eh gleich tot und dann kommt eh Kyokre von sich aus rein. Wir könnten jetzt wechseln für die 3-Sekunden-Regel. 1, 2, 3. Immer die 3-Sekunden-Regel ausnutzen, das ist wirklich genial. Jetzt haben wir hier Eis, Regi Eis ist drin. Ich mache jetzt einfach mal Surfer, weil Surfer voll ist, um wieder diese 3-Sekunden-Regel auszunutzen, in der er nichts machen kann. Da ist übrigens Regi Eis. Jetzt habe ich es gerade erstmal richtig realisiert, dass da Regi Eis steht und nichts anderes. Hätte auch sonst was sein können. Gehen nochmal auf Surfer. Er ist nämlich nicht so stark. Er kann gar nicht so viel machen. So. Wischen hier rum an dem Surfer. Warten, bis wir wieder wechseln können, um dann eben Lucario oder Terrakium reinzuholen. Können noch einen Surfer machen, aber wenn es so weitergeht, muss ich gar nicht mehr wechseln. Und würde es vielleicht sogar mit Kyokre komplett schaffen. 1, 2, 3. Es wird knapp. Er macht einen Move. Wir lassen den mal durch. Und ich hole einfach Lucario zurück. Ich hole Lucario zurück, weil ich Lucario so genial finde. Ist eh wieder 3-Sekunden-Regel. Wir hauen dreimal drauf. Wir haben das Terrakium gar nicht gebraucht. Ihr braucht also ein Kampf-Pokémon für das erste und das dritte und ein Wasser-Pokémon für das zweite. Das hat schon gereicht. Jetzt bitte nicht die App abschmieren und hoffentlich hat es jetzt mindestens 13, 13, 13, dass ich es zu einem 100er erlösen kann. Denn ich habe schon so viele Regieis Lucky getradet. Über 170 Stück, glaube ich. Vorhin habe ich noch 150 gesagt. 658. Das sieht schon nicht so toll aus. Wir werfen jetzt einfach mal drauf. Normalerweise müsste der auch im ersten Ball, der trifft, drin bleiben. Das ist, glaube ich, wie bei Shiny Legendären. Man müsste halt nur mal treffen, damit das passt. So, jetzt einfach fabelhaft. Ein einfach fabelhafter Wurf. 1, 2, 3. Das heißt, ihr könnt ruhig eine gelbe Beere nehmen. Ihr müsst halt nur einen Ball treffen, dass das passt. Jetzt würde ich den gern bewerten, habe aber schon Schiss. Wir haben 3 XL bekommen und... Oh. Er hat leider nur einen Stern. Das heißt, er wird aufgehoben für den Living Dex irgendwas, dass wir ein legendäres Krypto-Regieis haben, aber den kannst du halt nicht zu einem 100%igen erlösen. Ich habe so sehr drauf gehofft, denn ihr seht, die Bonbons sind voll. 383 im Pokédex seht ihr jetzt. Ich habe 171 Lucky Trades gemacht mit Regieis. Mir fehlt immer noch das 100er. Hier habe ich jetzt alles draufgelegt und es ist nach hinten losgegangen. Leider nichts. Was wir sonst aber noch machen können und abholen können, wir können noch 10 Power-Ups machen hier beim Go-Kampftag, weil ich ja im Go-Kampftag bin und meine Top-Lade-TM abholen. Was nehmen wir da? Wir nehmen... Hätte irgendwas Sinnloses nehmen sollen von weiter unten, was nicht so gepusht ist, wo man was reinpushen kann. Die sind ja im Prinzip fast alle gemaxt, oder?
Ich gehe mal auf Zuletzt Gefangene und guck da mal rein. Oh, ein Weimar! Wir machen einfach mal ein paar Power-Ups an dieses Weimar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Power-Ups an das Weimar. Und jetzt können wir zurück. Und jetzt können wir hier das noch abholen. Wir kriegen nochmal Sonderbonbons. Wir kriegen noch eine Top-Lade-TM und Handschuhe. Die Handschuhe ziehe ich eh nicht an, aber die Top-Lade-TM ist richtig genial. Und das war hier Samstag, Go-Kampftag mit Victor. Und auch Beginn der Rocket-Invasion. Habt ihr euer Krypto-Rigi-Eis heute am Samstag auch abgeholt? Wie gut war eures? Schreibt's mal in die Kommentare. Meins war halt jetzt wieder eine Krücke. Leider Gottes, egal. Ich gehe jetzt heim und dann ein bisschen noch was an der Wohnung machen. Und ja, zu überlegen, was es zum Abendbrot gibt. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.